Was hat er jetzt geschossen? Sind das diese Dinger von einem Pirscher? Muss ich jetzt hier runter? Darf ich bitte oben bleiben? Darüber komme ich wahrscheinlich nicht, oder? Darüber komme ich wahrscheinlich nicht. Nee. Darüber komme ich nicht. So, dann... Hier wird irgendwo ein Pirscher sein. Denke ich. Genau. Hi, aber mit dir komme ich ja jetzt mittlerweile auch klar. Oder kann man die jetzt überbrücken? Das ist die Frage. Kann man die jetzt vielleicht? Das ist... Weil der jetzt hier rumrennt? Ist das eine Pirscherbrutstätte? Noch einer unterwegs. Aber bei denen mit einfach nur derbe draufhauen, das macht's. Gut, Effekt. Lädt da einer seine Waffe? Was sind das für Töne? Na, kommt da jetzt einer? Oder war hier nur der eine unterwegs? Ich meine, Stufe 18. Kann man ja nicht so übertreiben. Eigentlich. So, wusste ich doch, dass die noch einen Trank dabei haben. Wow. Was ist das denn für ein Schmelzofen da unten? Gut. Ich verliere langsam so ein bisschen meine Angst vor den Pirschern. Das ist auch nicht verkehrt, denke ich. Einer hat uns da ja mal richtig böse mitgespielt, aber so langsam können wir das... Halten über Brücken, ja, da kommen wir wahrscheinlich raus. Das sind diese Dinger, die Geräusche wahrscheinlich. Von da sind wir gekommen. Muss ich da raus, oder? Wow. Also irgendwas funktioniert hier doch noch. Aber die sind schon ganz schön weit vorgedrungen, die Kultisten. Hm. Das ist doch wieder so ein Ding, was hier an der Maschine baut, ne? Oder? Die Arme? Oder? Na gut, aber der wirft Müll ab, wie es aussieht. Sieht auch aus wie so ein... Hier hält er sich fest und das da sieht aus wie ein Gesicht in der Mitte. Ja. Metallgolem oder was? Gut, wir müssen hier durch diese Tür, vermute ich, ganz stark. Ein Hoch auf unseren Speer. Ach so, hier sind wir jetzt wieder. Habe den Ausgang gefunden. Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Wieso sollte ich denn entkommen wollen? Rennen hier schon wieder Kultisten rum? Tatsächlich, da ist schon wieder einer. Welche Säule soll ich hochklettern? Welche Säule? Die da bestimmt nicht. Wie komme ich jetzt hier eine Etage weiter runter? Da rennen jetzt sogar Maschinen rum. Okay. Ach, das Maschinchen war gegen ihn. Das ist ein Pirscher. Ah, lass das. Nicht auf mich schießen, kleiner Schatz. Bitte.
nicht auf mich schießen? Wieso sollte ich denn entkommen wollen? Und wieso mache ich die Menschen platt? Ich müsste mich eher um die Maschine kümmern. Aha, jetzt haben wir was Wichtiges getroffen. Am liebsten deine Tarnvorrichtung. So, hör doch mal auf, hier rumzurennen, so Bilder. Abgetrennt. Abgetrennt. Ich weiß zwar nicht was, aber gut, wir haben was abgetrennt. Die Tarnvorrichtung müsste man mal. Der ist hier. Der ist doch da. Da, wo es blitzt, oder nicht? So, weg mit dir. Das geht auch nicht stiften. Kommt der auch wieder? Weißt du was? Wir können diesen da machen, dann weiß ich genau, wann du herkommst und wo du bist. Ach, Aloy. Treffe ich den da? Na komm. Treffe ich oder treffe ich nicht? Nee, den treffe ich da wahrscheinlich nicht. Gut. So viel dazu. Ich soll irgendeine Säule hochklettern. Was ist hier noch? Nix. Ich komme hier raus. Ja, Aloy, du kommst hier raus, aber nicht durch die Lava. Keine Ahnung, warum du das in dem Moment sagst, wo wir uns das angucken. So. Ich bräuchte mal ein rotes Gras. Dankeschön. Und dann schauen wir mal. Ach, das sind irgendwelche Vögel. Die Töne. Oder? Klingt nicht nach Vögeln. Na komm doch mal wieder her, du kleiner Spatz. Wir haben dich doch schon gut niedergekriegt. Die sind ja relativ niedlich. So, mit stillem Schlag. Ich dachte schon, die werde ich nie. Mit stillem Schlag könnte ich ihn wahrscheinlich jetzt prompt killen. Okay, und dann schauen wir mal, ob es das gewesen ist. Echohülse mitnehmen. Keine Ahnung, Reinholz brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal, wenn wir die Dinge auslösen. Metallscherbe, nehmen wir uns alles mit. Ist auch schön, dass die Leute wieder hier sind plötzlich, obwohl wir die eigentlich schon hier niedergemacht hatten, ne? Aber gut, von mir aus. So, hier oben haben wir aber nichts weiter, ne? Das ist das, wo sie sagte, sie kommt hier raus. Genau, hier waren wir schon. Und darum ist auch nichts. Okay. Wo haben wir jetzt hier noch ein paar... In die Richtung... Boah, lass mich doch mal durch. In die Richtung hatten wir hier noch ein paar niedergemacht, ne? Kultisten. Irgendwie hier so... Denke ich. So, das ist alles Reinholz. Mir wären Heilpflanzen ja lieber. Irgendeine Säule soll ich jetzt erklimmen, um hier rauszukommen. Das haben wir, glaube ich, schon geplündert, das Trüchen. Müsste ja wieder die Höhle vom Anfang sein hier. Ich sollte mich nur nicht zu sicher fühlen, nicht, dass hier wieder irgendwelche Kultisten aufgetaucht sind. Haha, richtig, da sind welche. Jetzt regnet es hier rein, na schönen Dank auch. Da hockt einer, wo ist mein nächstes großes Gras?
Der hockt dahinter. Das ist mies. Wird versteckt. Wer tötet euch alle? Ah, da ist noch einer. Noch ein Pirscher. Was geht denn mit dem da oben? Hat er irgendwo einen Kopf? Ey. Weg mit dir. Geh mir nicht auf den Keks. Okay, den Rest macht mein Freund. Wie es aussieht. Es sind aber halt nur zwei. Da hinten ist mal noch einer. Das ist okay. Ich muss jetzt halt nur schauen, dass ich nicht unbedingt dem Pirscher in die Arme renne. Mal hergucken, was das war. Einen stillen Schlag könnte ich dir verpassen und dann halt normal draufhauen wie immer. Weil mit einem ist es nicht getan, aber der zieht dir schon die Hälfte ab, wie ich gesehen habe gerade. Also alles gut sozusagen. Die erholen sich schnell, wenn man die niedergewürfelt hat mit dem Speer. Die erholen sich halt wahnsinnig schnell. Das ist es, ich dann hier schalte mit kritischer Treffer. Sind immer sehr schnell dann wieder erholt. Und da hinten ist noch einer. Okay. Ach Mensch, ich wollte hier gerade looten, du dummes Vieh. Also jetzt hast du mich sauer gemacht. Sorry, aber das geht ja gar nicht. Du kannst mich nicht um meinen Loot bringen. So. Jetzt haben wir mal geschalten mit kritischem Treffer. Boah, Leute, wäre ich hier mit Stufe 18 rein? Also ganz ehrlich, das wäre überhaupt nicht gegangen. Alles nehmen. Das wäre ja wirklich in die Hose gegangen mit Stufe 18 hier. So, hatten wir jetzt hier irgendwo noch einen. Da hinten ist noch. Nee, das ist nur so eine Megawaffe. Das ist gar kein Kultist. Okay. Aber die Blümchen, die Halbpflänzleins, sind hier auch noch nicht nachgewachsen, oder? Gut, auf welchen Turm muss ich denn jetzt klettern? Wenn ich jetzt hier noch einmal suche. Da müssen wir hoch. Ehe ich jetzt hier weiter suche nach irgendwelchen Ressourcen, würde ich denken. Achso. Einfach die Leiter hoch. Dann tun wir das doch. Und schauen mal, was uns weiter erwartet. Kann ich das hier. Das ist doch auch so ein Ding zum Überbrücken. Hallo? Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Ach so. Aber das war so ein Loch, wo man normalerweise hätte überbrücken können. Ich bin fast da. Der Plünderer will kämpfen. Nur dann lass ihn doch kämpfen. Wenn er das will. Verlasse die Brutstätte. Lass doch die Maschinchen erstmal kämpfen. Ich glaube, da gucken wir erstmal zu, ganz entspannt.
laut, aber ganz gewaltig. Schön, wenn die sich gegenseitig platt machen. Okay, der eine hat sich gerade ein bisschen sehr verbuggt da hinten. Hat er sich jetzt wieder beruhigt? Okay, die da flippen gerade auch total aus. Los doch. Mensch, wie schwach sind denn die blöden Maschinen? Können die sich nicht mal... Oh, jetzt macht die Menschen doch endlich platt. Ganz ehrlich. Ich glaube, das wird nichts. Eine Wächter und ein Plünderer, wie es aussah. Na gut. Hallo, hinter dir ist dein Feind. Ich helfe erstmal den Maschinen. Die Kultisten sind viel weniger zu durchschauen. Ganz ehrlich, so einen kleinen Wächter in den Kopf schießen, das kriegt man hin. So. So ein kleiner Wächter ist für uns ja keine Herausforderung mehr. Na? Kommt hier noch irgendwas auf uns zu? Das war der Plünderer. Wie gesagt, zwei gezielte Treffer bei so einem Plünderer. Erstmal das Ding auf dem Rücken weg und dann... Ist der keine so große Schwierigkeit mehr? Da ist noch ein Plünderer. Okay, der hat sich ein bisschen verbuggt, wie es scheint. Oh, der hat sich sehr verbuggt. Mein Freund, das Problem hatte ich auch schon mal. Das Problem hatte ich tatsächlich auch schon mal. So.
Plünderer bekämpfen. Ist das jetzt wegen uns, dass die durchdrehen? Waren das Maschinen, die ihr eigentlich überbrückt hattet? Wessen Ende? Das ist schön, wenn ich dann hier der kleine Schmarotzer bin, der hinter denen aufräumt. Macht eigentlich Spaß. Kann man nicht anders sagen. So, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen nach oben. Ja, ja. Schön, wenn der kleine Wächter den Kultisten ablenkt. Ach, so eine Falle braucht man nicht. Der ist da. Und wo ist der kleine Wächter dort? Sie. Schieß nicht auf mich. Du wirst gerade von dem Wächter attackiert. Okay, das braucht man nicht. Ich sehe schon, da sind wir voll. Ja, dann... gehen wir mal weiter voran. Na, kleiner Wächter. Komm her. Habe ich deinen Feind vernichtet? Hm? Bist du jetzt zufrieden? So, verlasse die Brutstätte immer noch. Aber interessant, dass die jetzt durchdrehen, die Maschinchen. Beziehungsweise, dass es jetzt hier halt zu so einem Kämpfen kommt. Mensch gegen Maschine. So, Metallscherben, Rohstoffvorrat, okay. Haben wir ein bisschen was eingesammelt. Ist noch eine Kiste. Kein Platz mehr. Kein Platz. Ach, das ist nur eine Falle, ne? Das braucht man auch nicht unbedingt, ey, lol. Dann verkrümeln wir uns mal und hoffen, dass wir nicht noch mehr böse Überraschungen kriegen. Komm schon, Brüder, schnappen wir sie uns! Hi! So, und jetzt gehen wir wieder weg für den anderen. So, komm mal her. War ja klar, dass hier noch welche rumrennen. Komm schon. Komm, jetzt her. Du. So ist brav. Gut. Nicht wieder verbacken, Aloy. Ich flehe dich an. Nein, lass doch diesen Scheiß. Das werde ich noch brauchen. Ja, bestimmt wirst du das brauchen. Oh Gott. So, damit haben wir aber diese Brutstätte jetzt abgeschlossen, ne? Mehr oder minder. Dann... nichts mehr raus hier. Ist die jetzt abgeschlossen? Ja, ich würde ja gerne in die normale Karte zurück. Da unten ist nichts, ne? Für uns. So, wir sind draußen. Gucken, ob hier wieder... Tja, so viel zu ihrer Bergungsmission. Grauhaarwichte. Ich habe gelassen, dass sie nicht kontrollieren konnten. So wie mit mir. Ach nee, das ist diese andere Quest mit den Grauhaarwichten. Überbrückung freigeschalten. Jetzt erst. Ach, na, guck dir mal. Hier, Behemoth, Feuerbrüllrücken, Kirscher, Eisbrüllrücken, Grauhabicht. Ah, da hätte ich vorhin gar nicht gucken müssen. Da hätte ich gar nicht gucken müssen. So viel dazu. Ich würde aber denken, wir lassen die jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Und ich mache hier einen kurzen Schnitt. Wenn ich mir das hier angucke... könnte das wieder länger dauern als die 10 Minuten, die ich noch habe. Von daher sehen wir uns gleich wieder.